Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße alle hier bei Kachelmann Wetter. Heute jetzt wieder mit dem Blick auf die nächste Woche, denn das Wetter wird ja insgesamt turbulent bleiben, denn der August hat noch einiges mit uns vor. Zunächst mal kommt ein Hochdruckgebiet rein kommende Woche. Das wird uns sehr warmes bis heißes und doch mal überwiegend sonniges und trockenes Wetter bringen, aber Gewitter, die kommen im Verlauf der nächsten Woche auch wieder mit ins Spiel. Wir schauen gleich mal auf die Aussichten. Ihr seht schon hier, ich habe mal ein Video mitgebracht, beziehungsweise haben wir zugeschickt bekommen, mit dem Blick hier auf das Zittauer Gebirge in Sachsen. Und wir sehen hier richtig schön, wie die Gewitterzellen über den Bergen, über den Hügeln entstanden sind. Und dann sieht man richtig schön so hier, ja, wenn es etwas dunkler ist, sieht man diese Lampenschirme, sage ich immer. Das sind diese Gewitterwolken, die man sieht. Das sind ja diese Blumenkohlwolken, die hochschießen, die dann erleuchtet werden im Dunkeln durch die Blitze. Also richtig schön anzusehen. Ja, das kann man ruhig mal ein bisschen laufen lassen und mal ein bisschen genießen. Das sind, wie gesagt, die schönen Seiten der Gewitter, die ja auch ihre schlechten Seiten haben. Wie wir gestern schon gesehen hatten, dass es ja teilweise diese Unwetter mit Überschwemmungen gab. Dazu hat Lars ja heute Morgen auch schon einen kleinen Rückblick im Video gemacht. Und da gibt es, wie immer, verlinke ich das hier oben noch, das Video von heute Morgen, die Vorhersage bis einschließlich dem Wochenende. Kommen wir jetzt zum Mittelfristbereich, wie sich das so schön nennt, und setzen dann mal nächste Woche an, was da passieren wird. Ja, wir schauen natürlich zunächst auf die Wetterlage. Was sehen wir? Erstmal am Montag beim Blick auf den Boden sehen wir ja ein Hochdruckgebiet über Deutschland, über Mitteleuropa. Und dieses Hochdruckgebiet, das trennt dann zunehmend so richtig heiße Luftmassen schon nach Süden, gleichzeitig so mäßig warme, aber auch meistens sommerlich warme Luftmassen auf der Nordseite, beziehungsweise dann auch so in Norddeutschland. Ja, wenn wir uns die Höhenwetterkarte anschauen, da tut sich nämlich schon was. Ich hatte das gestern angedeutet, dass wir nämlich sehen, dass in der Höhe dieses kräftige Hochdruckgebiet richtig hochreichend sich allmählich so von Südfrankreich Richtung Alpenraum schiebt. Und diese Tendenz setzt sich dann im Verlauf der ersten Wochenhälfte fort, dass wir sehen, dass schon so am Dienstag dann das Hochdruckgebiet mit dem Zentrum in der Höhe über den Alpen liegen wird. Und hier auch sehr warme bis heiße Luft, sehr hochreichend auch, 0-Grad-Grenze steigt wohl deutlich über 4500 Meter in den Alpen an. Und dann sehen wir nämlich ganz gut, dass es dann am Mittwoch die Tendenz gibt, dass sich dieses hochreichende Hochdruckgebiet, dieses starke, kräftige Hoch, sich allmählich schon so ein bisschen wieder abwandert, das heißt auf dem Rückzug ist. Was passiert damit bezüglich Luftmassen? Und zwar wird erst am Rande dieses Hochdruckgebietes in der Höhe, da wird dann die wirklich sehr heiße Luft immer weiter nach Norden verfrachtet. Das heißt, wir werden wohl von Montag, Dienstag bis Mittwoch eine Steigerung der Temperaturen bzw. eine Steigerung der Hitze in Deutschland erleben. Von Süden nach Norden breitet sich immer wärmere bzw. heißere Luft aus. Schauen wir uns das mal ein bisschen erstmal im Detail an, was auch bezüglich Gewitter ist und wie heiß wird es denn. Da habe ich auch mal ein paar Karten von Montag bis Mittwoch bzw. Dienstag und Mittwoch vorbereitet. Und zwar erstmal am Dienstag, was bezüglich Gewitter passiert. Wir hatten ja zum einen gesehen, in der Höhe ist dieses kräftige Hochdruckgebiet über uns. Das ist diese Antizyklone, sagt man auch so schön, in der Höhe. Und die dämpft erstmal deutlich die Gewittergefahr. Allerdings die Luftmasse, die Heißluft, die zu uns kommt, die wird auch teilweise schwül bis sehr schwül sein. Also nicht die richtig trockene Kontinentalluft. Allerdings wird die Gewittergefahr wohl weitgehend unterdrückt. Weitgehend ist das Stichwort. Schauen wir uns mal die Gewitterenergie an, die berechnet wird. Und zwar gibt es da nämlich schon ein paar Unterschiede. Das europäische Wettermodell hat am ehesten noch so vor allem ziemlich schwüle Luft so im äußersten Süden liegen. Da sehen wir noch ein bisschen Gewitterenergie. Sollte aber in diesem Fall durch das sehr starke Hochdruckgebiet selbst über den Alpen, selbst über den Bergen weitgehend unterdrückt werden, dass die Energie nicht ausgelöst wird, also keine Gewitter entstehen. Interessant ist, dass am Dienstag das US-Wettermodell schon dahingehend tendiert, dass sich sehr explosive, energiereiche Luft bis weit im Westen nach Norden schiebt. Da würde sogar schon NRW dann explosive Luftmassen bekommen, sehr hohe Energiewerte. Man muss dazu aber auch sagen, dass das US-Wettermodell gerne die Taupunkte, also die Schwüle, die Feuchtigkeit zu hoch ansetzt. Deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen. Die allermeisten Wettermodelle tendieren Richtung europäisches Wettermodell, das am Dienstag
in Sachen Gewitter nichts passiert. Ich will auch kurz erklären, was das US-Wettermodell nämlich drin hat. Da würde sich die Heißluft, wenn wir uns mal die Temperatur in 1500 Meter anschauen, sehen wir ganz gut. Ich habe mal die 20 Grad Isotherme eingezeichnet. Das ist so, wo in den Niederungen ganz unten in den Tieflagen die 35 Grad Marke erreicht oder überschritten werden kann, wenn diese 20 Grad Isotherme in 1500 Meter drüber liegt. Das US-Wettermodell schiebt die einfach am Dienstag schon viel weiter nach Norden als das europäische Wettermodell. Und das US-Wettermodell ist ein Ausreißer. Das heißt, quasi alle anderen Wettermodelle gehen eher die Linie von dem europäischen Wettermodell. Und deswegen, weil diese Heißluft sich dann schon sehr weit, vor allem Richtung NRW, schieben soll, hat das US-Wettermodell nämlich eine Tiefdruckrinne drin. Das ist auch typisch, dass im Bereich der sehr heißen Luft der Luftdruck sinkt. Eine Tiefdruckrinne drin, wo sich dann eben durchaus schon einzelne, vor allem zum Abend und in der Nacht, heftige Gewitter und Unwetter bilden könnten dann. Aber wie gesagt, ich will das nicht ausschließen. Wir sind, wie gesagt, im Bereich der Mittelfrist. Da kann durchaus noch was passieren in Sachen Gewitter schon am Dienstag. Ist momentan aber nicht die Mehrheit der Wettermodelle. Schauen wir uns mal den Mittwoch an, denn da geht dann das ECMWF auch in die Richtung, dass sehr energiereiche Luft sich weiter nach Norden schiebt. Das heißt, richtig große Hitze kommt weiter nach Norden bis über die Landesmitte hinaus voran. Und dann würde auch explosive Luft sich insbesondere über den gesamten Westen auch ausbreiten. Und hier könnte es dann eben eher am Rande des Hochs schon für erste heftige und unwetterartige Gewitter reichen, während das US-Wettermodell, weil es am Dienstag diese Tiefdruckrinne schon drin hat, das Ganze schon viel weiter nach Osten schiebt am Mittwoch. Das heißt, wir sehen im US-Wettermodell so eine Rinne, so im Grunde eine Linie von Südwest nach Nordost vor allem, wo diese explosive Gewitterluft liegen wird und im Nordwesten schon wieder stabilere Luftmassen. Das waren jetzt viele Karten. Wir fassen das Ganze natürlich zusammen in einem ersten Trend wieder für Montag bis Mittwoch, wo wir sehen, die Hitze steigert sich allmählich. Insbesondere im Süden wird es wohl eine sonnige, richtig knallig heiße erste Wochenhälfte werden von Montag bis Mittwoch. Das heißt, wir haben vor allem im Süden häufig strahlend blauen Himmel, kaum Wolken. Ansonsten sind auch mal ein paar hohe Schleierwolken oder Quellwolken dabei. Ansonsten sollte Montag, Dienstag aber überwiegend trocken bleiben. Wir hatten gesehen, am Dienstag die meisten Wettermodelle tendieren nicht zum US-Wettermodell mit der Gewitterlösung. Ich bin mal gespannt, ob sich da nicht doch was tut. Von den Temperaturen steigert sich die Hitze von Süden her. Das heißt, immer mehr kommt die Heißluft über die Mitte, über den Norden voran. Das heißt, vor allem in Norddeutschland, speziell die Gebiete auch so von Niedersachsen bis rüber nach Mecklenburg-Vorpommern, bleiben wohl deutlich angenehmer erstmal noch. Und erst so Mittwoch könnte dort dann auch die 30-Grad-Marke im Norden vielleicht erreicht werden. Und ansonsten aber speziell auch entlang des Oberrheingrabens, aber auch in Bayern wird es sehr heiß werden. Hier steigert es sich zunehmend auf 35 Grad. Wir könnten sogar durchaus über 35 Grad dann ganz speziell so vielleicht schon am Dienstag, insbesondere aber am Mittwoch, dann auch in den klassischen Niederungen im Südwesten, speziell am Oberrhein, erreichen. Ja, Gewitter dann, ich denke mal, am ehesten Mittwoch könnten dann erste heftige Gewitter oder Unwetter so im Westen, Norden, Nordwesten ein Thema werden. Ist natürlich noch ein bisschen hin. Das ist, wie gesagt, der erste Trend. Ja, was passiert im weiteren Verlauf. Insgesamt kann ich schon mal sagen, deutet sich doch nach der Mehrheit der Lösung eine Abschwächung der Hitze an, beziehungsweise dass sie sich verschieben wird. Wir können uns dazu mal anschauen, einfach mal die Tageshöchstwerte für den Donnerstag dann aus beiden Wettermodellen, wieder das neue US-Wettermodell von heute Mittag und das europäische Wettermodell. Und wir sehen schon, es ist eine Verschiebung, beziehungsweise ein Abräumen der Hitze, langsam ein Verschieben nach Osten und Süden drin. Und wir sehen nämlich klar, dass das ECMWF-Wettermodell noch dahin tendiert, dass große Hitze noch mal vorstößt bis in den Osten mit teilweise bis zu 37 Grad, während es im äußersten Nordwesten und Westen schon etwas runtergeht mit den Temperaturen. Das US-Wettermodell ist, wie gesagt, schneller dran. Hatten wir ja auch in den Karten für Dienstag, Mittwoch schon gesehen, dass eben die Hitze schon fast weitgehend die größte Hitze nach Osten abgeräumt wird und deswegen dann eben wohl mit einer Gewitterlage, die uns wahrscheinlich so von Mittwoch bis Donnerstag dann wieder Gewitter, Unwetter bevorstehen werden. Wie schnell, wann, wo genau, das sind alles Details, für die es noch viel zu früh ist, aber es wird wohl auch nächste Woche wieder krachen. Ich will dazu ein paar Karten zeigen, denn einfach mal aus dem neuen US-Wettermodell jetzt. Es ist die Höhenwetterkarte dann für den darauffolgenden Freitag und wir sehen klar, das US-Wettermodell hat einen Trog drin, ein richtig markantes Tiefdruckgebiet, was sich zunächst mal westlich von uns eingräbt, dann aber allmählich Richtung Mitteleuropa, Richtung Deutschland schwenkt mit deutlich kühleren Luftmassen. Da würde ein markanter Herbst
Frosteinbruch richtig kommen. Teilweise deutlich unter 20 Grad, eine deutliche Abkühlung, kräftige Regenfälle teilweise dabei. Aber was ich dazu sagen wollte, es ist natürlich jetzt schon Spekulationsbereich, ja, morgen in einer Woche. Und wenn dieser Trog, der hier dann reinkommen soll, doch etwas weiter westlich auf dem Atlantik liegt, bleiben wir doch durchaus auf der Vorderseite des Troges in sehr warmen, eventuell sogar heißen Luftmassen im Süden. Deswegen, das ist mit äußerster Vorsicht zu genießen, wie stark, wie schnell wirklich dann eine Abkühlung im Verlauf der nächsten Woche kommt. Bezüglich Abkühlung will ich zwei Temperaturtrends noch zeigen. Und zwar blicken wir da zunächst mal hier klassisch so im Großen und Ganzen mal so für den Süden, Südwesten, wo es ja auch am heißesten wird erstmal. Und da sehen wir ganz gut einfach mal am Beispiel Stuttgart hier, wie schon eben erstmal die große Hitze dabei ist. Und das sehen wir eigentlich in beiden Ensembles hier in diesen Temperaturtrends, sowohl vom ECMWF als auch vom US-Wettermodell, dass es schon die Tendenz gibt, in der zweiten Wochenhälfte zu zurückgehenden Temperaturen. Aber wie stark der Rückgang ausfällt, wie weit wir wirklich unter 30 oder sogar unter 25 Grad kommen, das ist eben in den Wettermodellen in beiden noch sehr unsicher. Aber es gibt die deutliche Tendenz zu einem auch deutlichen Temperaturrückgang. Ja, das war's eigentlich. Ich wollte nicht zwei Orte zeigen, sondern zwei Diagramme heute. Deswegen, die habe ich jetzt ja auch gezeigt, US-Wettermodell und europäisches Wettermodell. Also auch wieder viel Wetter nächste Woche. Ich bin gespannt wieder, was sich da tun wird. Wir halten euch auf dem Laufenden weiter. Macht's gut, bis morgen und ciao.